Der Chemnitzer FC braucht ja dringend den Turnaround und damit Felix Brückmann, ein Ex-Spieler von Alt-Klinike beim CFC. Der aktuell beste Torschütze ist, wäre die Geschichte natürlich perfekt für einen Auswärtssieg mit Brückmann-Tor oder zumindest Assist. Aber schon die ersten Minuten zeigen, dass es nicht einfach werden wird beim Tabellenfünften, denn Alt-Klinike bestimmt hier die Musik in den ersten Minuten im Stadion auf dem Wurfplatz in Berlin. Erste Aktion von Mensa. Wunsch heute im Tor. Er vertritt den verletzten Jakubov. Pelivan ebenfalls nicht dabei, sowie der langzeitverletzte Kapitän Tobias Müller. Was machen, wenn Alt-Klinike drückt? Am besten kontern. Und das präzise und genau. 1-0. Und da ist die Geschichte geschrieben. Brückmann mit der Führung für den Chemnitzer FC. Ein schöner Konter über die rechte Seite. Felix Brückmann hebt den Arm. Roscher sieht ihn. Zeiger kommt nicht rechtzeitig ran. Mit der Fußspitze erzielt der Stürmer sein drittes Saisontor. Chemnitz kann die Sache etwas beruhigter angehen. Die Drangphase von Alt-Klinike ist erstmal gestoppt. Paljuka sieht auf der rechten Seite wieder Roscher. Der hat viel Platz. Diesmal die Flanke hoch und diesmal trifft wieder der CFC. Furkan Kirčiček mit dem 2:0. Was für ein Auftakt für die Himmelblauen, die heute ganz in Dunkelblau mit goldener Schrift auftreten. Die Flanke von Roscher verlängert Zeiger unfreiwillig und Kirčiček mit seinem ersten Saisontor zum 2:0 in der 23. Minute. Was macht Alt-Klinike, die Mannschaft, die so tollen Offensivfußball spielen kann? Setzt sich da durch auf der linken Seite. Berger kommt da nicht rechtzeitig ran. Und auch Chris Löwe kommt zu spät beim Tor von Usan. 33. Minute. Dugay Usan mit seinem dritten Saisontreffer für Bremer eingewechselt, der sich verletzt hatte. Tolle Vorarbeit von Oden. Der Anschlusstreffer von Alt-Klinike, er wäre, zumindest zeigen es diese Bilder, vermeidbar gewesen. Freistoß für die Gastgeber. Wieder ist es Usan, der lag nicht schlecht, landet auf dem Tornetz. Halbzeitstand 2:1 für sein Team, für das Team von Christian Tiffert, die auch im zweiten Abschnitt über Roscher Betrieb machen. Paljuka mit dem Kopf und schöne Parade von Leon Bethke, dem Schlussmann der VSG, die fortan spielbestimmend war. Okan Kurt mit dem weiten Ball aus dem Strafraum heraus und die Gäste pressen hoch. Cikerci an die Latte, Usan kann den zweiten Ball nicht verwerten, aber toller Schuss von Cikerci. David Wunsch, der ist 1,96 Meter groß, wird hier quasi überlupft. Aber es bleibt bei der knappen Führung für den Chemnitzer FC. Dann läuft Zeiger los. Immer noch Zeiger, immer noch Zeiger und der ist drin. Was für ein Tor. Der Kapitän des VSG Alt-Klinike marschiert von der Mittellinie los und trifft ins kurze Eck, hämmert den Ball unter die Latte. Aber was für ein Abwehrverhalten bei Chemnitz. Weder Paljuka noch Kurt als auch Kampulka können Zeiger stoppen. Er hämmert den Ball gnadenlos unter die Latte. Der schöne 2:0-Vorsprung für Chemnitz, er war weg. Und Alt-Klinike, die nutzen natürlich jetzt das Momentum. Sie wollen das dritte Tor. Sie wollen die erstmalige Führung in dieser Partie. Usan wird gestoppt und dann Mensa in die lange Ecke. Wunsch ist geschlagen.
und Mensa, der vor der Saison von Blau-Weiß Berlin nach Altglienicke ging mit seinem ersten Tor in der Regionalliga. Und da ist die Freude natürlich verständlich, aber aus Chemnitzer Sicht äußerst bedauerlich. Christian Tiffert, der treibt seine Jungs nach vorn. Die schöne 2:0-Führung einfach futsch. Mensa, Chemnitzer Mensa, eingewechselt mit dem Pass auf Paljuka. Und dann ist der Ball im Tor. 3:3, was für ein verrücktes Spiel. 73. Spielminute. Stagge ist da mit dabei, aber es ist am Ende ein Eigentor von Liebelt, der dem Chemnitzer FC zumindest wieder den Ausgleich beschert. Wer geht hier als Sieger vom Platz? Beide Teams jetzt mit voller Offensive. Wieder ist es Cicerci, der die Latte streichelt mit diesem Schuss. Und Chemnitz kommt über ihren Mensa. Dann wird Handspiel reklamiert. Der Schuss kam von Stagge. Da schauen wir noch mal genau hin. Aber es ist nicht klar zu erkennen. Der Arm weit draußen sicherlich. Aber ich denke, die Entscheidung von Niklas Rose, hier weiterspielen zu lassen, ist völlig korrekt. Am Ende bleibt es beim 3:3. Auf Chemnitzer Seite diskutiert man natürlich über die vielen Gegentore. Und wenn man das 2:2 sieht, ist es für mich unfassbar. Also muss ich ganz ehrlich sagen, selten gesehen, außer zu Lucius Zeiten, dass jemand wirklich vom Halbkreis bis fast in unsere Box dribbelt und wir sind dran und stören ihn nicht und er ihn dann noch unter die Latte hämmert. Eigentlich muss man sagen, in unserer Lage, wo wir uns befinden, mit so wenigen Punkten und so vielen Negativerlebnissen, sind wir da eigentlich schon weg. Das ist halt jetzt, ja, wenn man ein bisschen in diesem Strudel drin ist, dann muss man sich da hart rausarbeiten. Ich glaube, dass das jetzt heute ein weiter Schritt nach vorne war. Und da müssen wir jetzt halt nächste Woche anknüpfen. Klar ist natürlich, wenn wir immer nur einen Punkt holen, das ist auch nicht okay. Man muss ja den Moment sehen, ja. Wir haben einen Punkt geholt aus 4 Spielen und das als Team, der vermeintlich Aufstiegsfavorit und der ganze Käse, der da kam. Und da musste man Kritik aushalten. Und ich glaube, die Jungs haben heute richtig gebissen. Ja? Und das, da bin ich schon stolz drauf. Aber klar, ist immer nur einen Punkt zu holen, ist dann auch zu wenig. Klare Worte nach einem verrückten, torreichen Spiel. Chemnitz holt immerhin mit dem 3:3 bei Altglienicke einen Punkt.